Und hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Let's Play One Piece Wonderland. Ja, das ist leider aber diesmal nicht live, da mein Originalton nicht mehr zu bestanden ist, also der existiert leider nicht mehr, muss ich das jetzt Ganze nachsynchronisieren. Aber ich werde eigentlich eher mehr über andere Themen reden als nur über das Spiel. Aber zuerst mal, jetzt geht's erstmal da noch gegen Crocodiles Krokodile zu kämpfen. Was ich mit Sanji dazu erst gemacht habe. Und ich tue eigentlich im Prinzip in den ganzen Part den Crocodile oder Alabastia-Akt beenden. So, an sich werde ich noch ein bisschen so über die Community reden, also unsere Abonnenten. Erstmal. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass von 140 Abonnenten noch nicht mal ein Kanalkommentar gibt. Das ist echt traurig. Dann noch dazu, was mich auch ein bisschen deprimiert hat, ist, dass irgendwie One Piece Wonderland viel öfters angeklickt wird als mein One Piece Pirate Warriors. Was ich komisch finde, denn Pirate Warriors ist neuer. Aber immerhin kriegt Wonderland ein paar Zuschauer. Auch nicht viele, aber immerhin. Und ja, im Prinzip zum aktuellen Stand laufen gerade gemeinsame Projekte Rayman Orchard, ich und Eva zusammen. Dann One Piece Wonderland, was ich, wenn es geht, noch in den nächsten paar Parts fertig mache. Und dann kommt noch, ist der Arc of Nebis Team, das ist auch nicht mehr lange. Und dann noch meine zwei lange Projekte, die noch ein bisschen dauern werden, ist Devil May Cry 3 und Devil May Cry 4. DMC ist ja fertig und Devil May Cry 1 auch. Jetzt fehlen eigentlich nur noch Devil May Cry 2, 3 und 4. Der zweite Teil macht ja Ivan irgendwann mal. Das kann er sich auch Zeit lassen, weil wir wissen, dass das eh nicht angeguckt wird. Aber wir wollen gerne immer eine ganze Sammlung fertig haben, also so trilogiemäßig und so weiter. Da war gerade irgendwie ein Bildfehler, ist mir gerade aufgefallen. Aber das ist ja auch egal. Und ja, was gibt's noch? Neue Spiele, was in Let's Play werden, oder zumindest das, was wir uns vorstellen. Death Quest 3 habe ich mir leider von der Liste gestrichen. Ich war echt enttäuscht vom Spiel. Also das war echt nicht mehr schön. Und deswegen wird es das jetzt auch nicht mehr geben. Denn ich habe mir ein paar Reviews angeguckt, wie vom vom Giga Games habe ich mir angeguckt. Wobei ich ein bisschen schockiert war von Spieletipps, dass die das Spiel so eine gute Wertung gegeben haben. Dann hatte ich mir ja schon von der. Ich habe das aber nicht aufgenommen, weil wie gesagt, ich habe sofort abgebrochen, nachdem ich nur ein paar Minuten gezockt habe, weil es mich gleich von vorne weg mega angekotzt hat. Habe ich die Demo nämlich von Österreich Store runtergeladen. Denn da braucht man kein PlayStation Plus, was so dämlich ist hier in Deutschland. Und ja, ich war ganz einfach richtig enttäuscht vom Spiel. Ich fand es überhaupt nicht toll. Es war echt Bullshit. Und was soll man sagen? Deswegen werde ich es auch nicht Let's Playen. Was mir aber auch ein bisschen gut tut, denn ich wollte eigentlich dann Death Quest 1 und 2 müsste ich dann wieder nochmal auch Let's Playen, weil ich die ja dann fehlen. Und wie gesagt, wir wollen ja alle Teile haben, wenn es geht. Und ja, bin ich echt glücklich, dass ich das jetzt nicht mehr machen muss. Dann Medigare Rise Against, glaube ich, heißt es. Das mit Rain, das neue Spiel, was am 22. Februar erscheint. Das werde ich auf jeden Fall Let's Playen. Boah, die Demo fand ich schon hammergeil. Ganz ehrlich. Boah, fettes Spiel. Also, mal abgesehen von den zu langen Dialoge, die mir echt schon auf den Keks gegangen sind, nur in der Demo. Ich hoffe, das wird ein bisschen ausgebessert beim vollständigen Spiel. Ist das Spiel einfach affengeil. Schnell. Präzise, leicht zu spielen, also die Tastenkombi ist echt gut reingemacht und ja, ich fand's echt richtig gut.
Und dann natürlich geht's noch mit anderen zwei Projekten dann los, wenn sie erscheinen. Ivan the Tomb Raider und Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Storm 3. Was macht der gewohnt, als hätte ich jetzt Generations gesagt. Aber egal. Da wird es aber so sein, dass ich das nicht Let's Playen werde, also mindestens nicht die Story. Ich habe darauf nämlich keinen Bock, ich will dieses Spiel genießen, denn die MC ging mir irgendwann mal auf den echt auf den Zeiger, dass ich, weil mein Laptop kann nicht, wenn ich umso mehr Parts aufnehme, umso länger brauchen dann die Parts zum Rendern. Ich weiß auch nicht wieso, mein Laptop ist aber auch nicht mehr der neueste. Und deswegen habe ich immer nur bis zu einer bestimmten Mission spielen können. Und dann musste ich diese bestimmte Mission auf Nephilim, weil ja die Trophy gab, dreifaches S, bei jeder Mission Nephilim zu machen, habe ich da noch einmal spielen müssen, aber ich konnte die Story nicht weiter zocken. Und das hat mich immer abgestoppt und das hat mich aufgeregt. Und ja, bei Naruto Storms 3 will ich eigentlich ehrlich gesagt das Spiel genießen. Ich werde die Story offline zocken, Ivan wird sehr Let's Playen. Deswegen, ich werde es hundertprozentig nicht Let's Playen, das könnt ihr gleich vergessen. Das wird Ivan machen. Das ist Ivan sein Projekt. Ivan ist der Naruto-Nerd, ich will davon nichts hören. Naruto ist für mich weg. Bei das. Nee. Nee. Aber es wird von mir Online-Parts geben. Das ist nämlich gut, dass Ivan kann einerseits die Story spielen. Und ich wiederum habe dann schon aber viele Charakter, weil ich das schnell auf X durchzocken kann. Also ich genieße das Spiel, ich muss das ja nicht Let's Playen. Heißt jetzt nicht, dass mir Let's Playen keinen Spaß macht. Aber nur bei manchen Spielen ist das echt nicht toll. Und dann habe ich nämlich schon mehrere Charakter und ich werde dann auch dann online gleich Let's Playen. Da werde ich aber die Parts wahrscheinlich 10 Minuten lang machen, weil ich ja mittendrin schneiden werde und ich die Wartezeiten mit aufnehmen werde, bis ich einen neuen Gegner habe. Werde ich erstmal 10 Minuten Parts machen und wenn die Anfrage hoch genug ist, werde ich es dann auf... Ja, dann werde ich es auf Ding erhöhen auf 20 bis halbe Stunde. Und ja. Was will man machen? Ivan hat es sich ausgesucht. Ivan muss es machen. Ja, wie gesagt, er wäre auch Tomb Raider nebenbei Let's Playen. Ja. Mich interessiert das Spiel beispielsweise gar nicht so stark. Muss ich ehrlich sagen. Aber vielleicht gefällt es euch ja dann. Naja. Und ja, eigentlich im Prinzip, was gibt's sonst Neues? Ich gucke natürlich One Piece im Laufenden an. Ich habe mir jetzt aber, ich musste vieles nachholen. Durch die Arbeit habe ich nicht immer Zeit, alles anzugucken. Und Mangas mache ich ja die Reviews. Da bin ich immer aktuell im Stand. Die Zeit tue ich mir immer an. Und jetzt habe ich mir aber den Anime mal wieder weiter angeguckt. Eigentlich bevorzuge ich den Anime. Aber diesmal, ja. Jetzt habe ich mal ein bisschen nachgeholt. Und dann habe ich mir die Episode Ruffy und die Episode Nami angeguckt. Episode of Nami oder wieso hieß das? Das ist eigentlich nur in bessere neue Animation. Neu animiert bzw. auch leicht verändert. Nochmal die Szenen mit. Wichtigste Szene mit Ruffy und die wichtigste Szene mit Nami. Also bei Nami ist es halt der Arlong-Akt. Und bei Ruffy ist es halt der Shanks-Akt. Aber das hat noch eine Nebenstory. Das ist nicht so wie bei Nami, dass da wirklich alles nur nochmal wiederholt wird. Sondern bei Ruffy wird es irgendwie intrigiert. Also das ist eine eigene Folge eigentlich. Wo auch alles noch in der neuen Welt jetzt ja auch abspielt. Und da kommt auch Kirby, den man ja auch endlich mal sieht. Und der kam ja im Manga noch nicht mal vor. In der neuen Welt, dann sieht man, wie er sich gereift hat und was er alles Neues kann. Und ja. Muss aber ehrlich sagen, dass mich das Ganze nicht so arg interessiert hat. Ich fand das eher langweilig. Beziehungsweise außer die neu animierten Szenen mit Shanks. Das fand ich wiederum richtig cool. Ich habe halt ein Problem mit Kirby. Kirby geht mir eigentlich so ziemlich total am Arsch vorbei. Das war für mich schon in Anfang an so ein Nebencharakter und er wird für immer für mich ein Nebencharakter sein. Auch wenn er nachher der neue Garp ist und Ruffy der neue Gold Roger. Im Prinzip das will Oda uns ja damit zeigen. Deswegen, na, fand ich jetzt nicht so interessant, aber
ging. Und ja, dann habe ich mir natürlich auch die neuen Folgen angeguckt. Ich habe nach Fisherman Islands abgebrochen erstmal eine Zeit lang. Ich glaube, da kamen Filler-Folgen oder sowas. Es ist immer Filler-Folgen, wenn ich aufhöre, eine Weile anzuschauen. Es kommt ja nur pro Woche eine Folge, ab und zu mal zwei, und deswegen. Und dann dauern die Filler-Folgen, die ziehen sich dann schon noch ein paar Wochen dann hin. Und deswegen breche ich dann meistens ab und gucke dann, glaube ich, beinahe ein halbes Jahr keinen. Ja, meistens ein halbes Jahr gucke ich dann kein One Piece Anime mehr an, weil es mich dann einfach nur ankotzt. Und dann gucke ich mir das irgendwann mal an einem Sonntag auf X an. Und dann, ja, da ist das alles angenehm. Da muss man nicht ganz Zeit, oh, wann kommt die nächste Folge? Ich muss eine Woche warten. Nee, ich kann mir in Ruhe die nächste Folge gleich reinziehen. Und ja, wo ich die Folgen angucke, werde ich euch gleich sowieso nicht verraten, bevor so eine dumme Frage gestellt wird. Denn rechtlich darf man das nicht. Also, diese Webseiten noch zu fordern. Und werde ich auch nicht machen. Und dann nochmal, was zocke ich privat gerade? Das wurde mir auch mal eine Frage gestellt. Ich zocke gerade privat Soul Calibur 3, was ich mir wieder zurückgeholt habe. Ich habe es damals verkauft, jetzt habe ich es mir eigentlich wieder geholt. Für 4 Euro. Hat nicht mal einen Kratzer, gar nichts, nicht mal die Schachtel hat einen Kratzer. Also so perfekt, eigentlich richtig günstiges Angebot gewesen. Und ja, dann zocke ich ein bisschen Naruto Generations online, was mich aber eher langweilt. Und All-Star Battle Royale habe ich auf der PS wieder auf Platin gemacht. Muss ich aber jetzt gerade auf der PS3 noch auf Platin machen, was ziemlich langweilig sich herausstellt. Und ja, ich hätte noch privat Lollipop Chainsaw zu zocken. Ich habe aber dazu echt keine Lust. Ich finde, dieses Spiel ist ein bisschen. Das Gameplay ist halt nur das Problem, nicht die Story. Die Story ist cool und die Musik ist cool, die Charakter sind cool. Aber das Gameplay ist. Das gleiche Problem hatte ich irgendwie mit Bayonetta. Ich weiß auch nicht. Aber ich glaube, bei Bayonetta hatte ich einfach gleich diese schlechte Einstellung für einen schlechten Devil May Cry Clone, das zu halten. Und ich glaube, das hat mir das ganze Spiel auch gleich ruiniert und ich konnte meine Meinung irgendwie nicht ändern. Was ich noch privat gerade zocke, was zocke ich denn noch? Ach ja, genau, Dead or Alive 5 zocke ich ja online noch weiter. Ich muss ja noch die 1000 Online-Trophäen machen. Ich bin auch beim Überlegen, ob ich einen neuen Online-Part machen soll. Die Anfrage ist aber irgendwie nicht so, wie ich sie will. Zudem, dass es eigentlich ehrlich gesagt auch ziemlich langweilig ist. Es kommt selten vor, dass ich mal verliere. Und auch, dass es knapp wird, ist ziemlich selten gerade. Ich weiß nicht, ich habe knapp ein bisschen zu viel gezockt. Und ja, was ich noch aufnehmen könnte, ist das Surreal-Modus, den ich einfach nicht packe. Der kotzt mich an. Also Surreal-Modus, ich hasse es. Ich habe schon bei Dead or Alive 4 das gehasst auf der Xbox. Aber, boah, nee. Ich habe es auf den höchsten Schwierigkeitsgrad beinahe mal hingekriegt, indem ich mit Lifehang eigentlich immer dieselbe Attacke gemacht habe. Was da natürlich auch langweilig ist und den Kampf auch in die Länge zieht. Und ich dann für 40 Minuten... Okay, 40 Minuten ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber für 45 Minuten die ganze Zeit das gleiche mache, bis ich irgendwann mal. Und dann bin ich auch noch in der letzten. Ich glaube, Platz 96 bin ich dann verreckt. Was dann einen noch frustriert und dann hat man schon gar keine Lust mehr auf das Spiel. Ja. Was macht Ivan? Ivan macht gar nichts. Ivan tut. Ja. Gar nichts machen eigentlich gerade. Er tut nur die Naruto-Manga-Kapitel machen, die er aber gerade in letzter Zeit nicht. Echt überhaupt nicht im aktuellen Stand hochlädt. Also das zieht sich irgendwie die ganze Zeit, obwohl er den ganzen Tag nichts macht. Aber naja, Naruto ist ein Ding. Ich halte mich da raus. Ansonsten, ja, ich halte mich gerade aktuell immer auf dem neuesten Stand, was Kingdom Hearts HD Collection angeht und Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Aber da kommt einfach nichts und Final Fantasy HD Collection kommt sowieso gar nichts, was mich mega ankotzt. Square Enix enttäuscht mich eh nur noch. Ich mag Square Enix langsam gar nicht mehr. Früher sagte ich immer, das beste Spiele sind von Squaresoft. Ja, und ich sage Squaresoft, ich meine auch wirklich Squaresoft, denn nachdem sie Square Enix geworden ist, ist diese. Ne, sind die Spiele echt mies. Es fing schon mit Final Fantasy 10-2 an. Dachte ich, es war nett. Es war nett, ich fand's nicht scheiße. Ich fand's nett. Und dann kam
Final Fantasy 12, wo bei mir schon es aus war. Und mit Final Fantasy 13 kam dann das No-Go. Ich habe sie manchmal noch eine Chance gegeben, nur wegen Kingdom Hearts 2, weil dieses Spiel ich richtig gut fand. Zwar ein bisschen zu leicht, auch schwer. Aber es war trotzdem ein gutes Spiel, immerhin. Deswegen, naja. Zudem jetzt, ich mir gerade ganze Zeit überlege, ob ich noch diese extra Acts bei One Piece Round the Land machen soll. Ich weiß nicht. Weil es wiederholen sich Länder. Und das ist das Doofe. Im Prinzip, na, ich weiß noch nicht. Ich überleg's mir gerade. Ihr seht ja jetzt gerade, dass da neue Sachen freigeschalten worden sind. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich mache nur Skype hier. Und dann zocke ich privat, bis ich genug Kopfgeld habe, dass ich dann gegen den Endgegner kämpfen kann. Und ja, ich überlege ab. Okay, Leute, ich hoffe, es hat euch nicht so sehr gelangweilt, mich die ganze Zeit anzuhören, wie ich hier nur laber und eigentlich zum Spiel gar nichts sage. Aber naja, konnte nichts machen. Ciao!